Frau möchte sich eine neue Handtasche kaufen, gell, geht ins Geschäft rein und lässt sich mal verschiedene Modelle zeigen. Der Käufer, der bringt eine große, eine kleine, verschiedene Farben und so. Und der Frau passt einfach überhaupt nichts. Die eine Handtasche ist zu groß, die andere ist zu klein, der andere, da geht zu wenig rein, da stimmt die Farbe nicht. Der bringt, was er sieht, 100 Handtaschen und der wird halt wahnsinnig, sagt sogar die Frau, jetzt habe ich bald gar nichts mehr. Jetzt reicht es mir dann. Jetzt habe ich bloß nur ein Modell, das Ihnen vielleicht passen würde, das Ihren Ansprüchen genügt, aber das muss ich aus dem Lager holen. Gut, er verschwindet, kommt dann noch ungefähr 3, 4 Minuten wieder. Dann hat er so was rosa Verschrumpeltes dabei. Sagt, was soll das sein? Sagt er, das ist also die einzige Handtasche, die Ihren Ansprüchen genügen würde. Sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Wie teuer ist denn die? Sagt er, die kostet 2000 Euro. Sagt, für das rosa verschrumpelte Ding 2000 Euro, ist aber ganz schön teuer, also, das kann man nicht vorstellen. Sagt er, doch, was glauben Sie? Wesentlich aus Penisleder und wenn Sie dran reiben, dann wird nämlich ein Koffer draus.